Willkommen zurück, liebe Freunde, zur nächsten Folge von der Gothic 2 Mod Gladiator. Und wir haben ein Breitschwert gekauft in der letzten Folge. Plattformproblem, dafür müsste man mit Proximo sprechen, an den komme ich aber nicht ran. Kali ist schon lange weg, vielleicht will er nicht jedes Mal von seinem Siegen schwärmen, von meinen Siegen schwärmen. Wenn er wieder in der Bucht ist, ist er wahrscheinlich im Gasthaus. Oh, okay. Vielleicht ist er ja im Gasthaus. Dann würde ich das jetzt einfach mal kurz überprüfen gehen. Wir haben noch Gold, ein bisschen. Aber das würde ich jetzt... Ach, guck mal, da ist er ja wieder. Der alte Schlingel, der... Hat er mir die Statue geschickt? Hallo, ich bin gerade zurückgekommen. Hallo, Kali. Wo warst du? Ich hatte einige Besorgungen in der Stadt zu erledigen. Du hast den Koloss besiegt. Unglaublich. Wir müssen reden. Folge mir. Okay. Frag mich ja, ob er mir den Varion geschickt hat mit der Innos-Statuette. Schon ein ziemlich breiter Typ, dieser Kali. Ich habe aus mehreren Quellen gehört, dass die Zuschauer sich langsam von den regelmäßigen Kämpfen langweilen. Was soll das heißen? Kürzlich brachten sie einen Schattenläufer in die Stadt. Jäger fingen ihn und halten ihn in der Stadt unter Verschluss. Wenn meine Vermutung richtig ist, wird dein nächster Gegner dieser Schattenläufer sein. Du machst Witze. Das würde ich gerne. Wie soll ich ihn bekämpfen? Spreche unbedingt mit dem Jäger. Er wird dir sagen, wie und was zu tun ist. Woher willst du das wissen? Du weißt nicht, wie man ihn besiegt, oder? Er war es, der auf den Befehl von Proximo diese Bestie gefangen nahm. Wenn er herausfindet, dass du davon weißt, gerät er in Panik. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es zu diesem Kampf kommen wird. Der Kampf muss bis zum Schluss ein Geheimnis bleiben, um ihn so attraktiv wie möglich zu machen. Wenn du ihn besiegst, wird das sicher Eindruck machen. Okay. Ja, ein Schattenläufer. Ja, einfacher gesagt als getan, ne? War ich Idiot, ich hätte die ganzen... hätte mir das Fleisch sparen können. Ich habe 404 Lebensenergie nicht gefunden. Komm, ich schlafe mal eine Stunde ausruhen, genau. Ein Powernap, sozusagen. Ja, dann gehe ich mal zum Jäger. Tja, wie soll ich gegen einen Schattenläufer kämpfen? Ich habe ja nicht mal ansatzweise richtige Kleidung. Wobei, da könnte ich auch gleich nochmal kurz gehen, ob ich vielleicht eine bessere Rüstung kaufen kann. Kann aber auch sein, dass es noch nicht reicht für eine bessere Rüstung. Ich brauche Hilfe. Was ist los? Mein nächster Gegner wird wahrscheinlich ein Schattenläufer sein. Erstmal hinsetzen. Woher weißt du davon? Stimmt etwas nicht? Warum bist du so verängstigt? Du hast ihn also gefangen. Halt die Klappe. Woher weißt du das? Das werde ich dir nicht sagen. Schau, entweder du hilfst mir, oder ich mache den Kampf weniger lustig. Und dann kannst du davon träumen, von Proximo bezahlt zu werden. Denn ich weiß ganz genau, dass du auch etwas Geld damit verdienen wirst. Und wenn die Zuschauer jetzt vom morgigen Kampf wüssten, wäre es wahrscheinlich nicht so attraktiv wie jetzt, wenn es ein Geheimnis bleibt und die Zuschauer es kaum erwarten können zu sehen, wie es enden wird. Gut, ich helfe dir. Sehr schön. Wie kannst du mir helfen? Der beste Weg, den Schattenläufer zu besiegen, ist ein Speer, der lang genug ist. Dieses Monster greift mit einem Sprung an. Außerdem besteht die Chance, dass du ohne einen Kratzer davonkommst, wenn du deinen Speer richtig einsetzt. Die zweite Möglichkeit, wie ich dir helfen kann, besteht darin, das Monster etwas zu verdummen. Es wird schwächer sein. Also wirst du mehr Treffer einstecken können. Du hast also die Wahl. Ich kann dir völlig kostenlos beibringen, mit einem Speer zu kämpfen und dir sogar einen geben. Oder das Monster ein wenig schwächen. Was willst du haben? Ich will lieber, dass er schwächer ist. Ich habe mir gerade ein nettes Schwert gekauft, das will ich ehrlich gesagt jetzt nicht irgendwie ungenutzt lassen.
Ich möchte, dass der Schattenläufer schwächer wird. Dann mach dir um nichts Sorgen. Morgen sollte es dir gut ergehen. Wer sagt denn sowas? Gut, richtig und wichtig. Ich würde jetzt trotzdem noch mal kurz gucken. Oh. Ui, das nehme ich alles mal mit. Brauchst du doch nicht mehr, oder? Provisorische Rüstung. Vielleicht kann ich da jetzt mal was Besseres rausholen. Nee, kann ich nicht. Mist. Die leichte Rüstung wäre die nächste, aber die kostet 250 Gold. Tja, das kann ich mir erstmal noch nicht leisten. Ja, dann. Aber normal handeln können wir gar nicht mit dem. Okay. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Ein Hoffnungsträger und einer der Turnierfahrer. Zeig mir deine Waffe. Der große Koloss wurde besiegt. Ruhig mit dir jetzt mal ein bisschen Ärgere Geld zu machen. Ärgere dich nicht über verlorene Wetten. Wette weiter. Ach, komm, ich verkaufe den Kurzbogen. Der ist eh zu schwach jetzt mittlerweile. Ich kann ihn eh nicht mehr groß verwenden. Der Hammer kann weg. Die Innerstatue kann weg. Aber wobei, jetzt hätte ich 250 Gold. Jetzt könnte ich mir die bessere Rüstung kaufen. Ich glaube, das ist ratsam. Ich glaube, das sollte ich tun. Das wäre in meinem Interesse, glaube ich. Leichte Rüstung. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt. Ah, cool. Ja, die sieht ja mal nice aus. Das ist die leichte Templer-Rüstung. Geil. Gladiatoren und Aristokraten. Ein Hoffnungsträger. Und einer der Turnierfavoriten. Der große Koloss wurde besiegt. Das ist doch nichts Neues. Ärgere dich nicht über verlorene Wetten. Wette weiter. Ich glaube, Geld verdienen. Dass wir das so machen können. Ja, coole Rüstung. Da passt sogar, ehrlich gesagt, dieser Turban sogar ein bisschen dazu. Das ist eigentlich ganz okay. Das ist doch hübsch. Hat es geklappt? Es hat funktioniert. Ich habe einen Weg gefunden, den Schattenläufer zu besiegen. Perfekt. Dann macht es jetzt keinen Sinn mehr zu reden. Mach dich bereit. Wir sehen uns morgen in der Arena. Ich glaube, das mit dem... Ich habe einen Weg gefunden. Ich konnte den Schattenläufer besiegen. Hat er jetzt nicht gerade gesagt, ich konnte den Schattenläufer besiegen? Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher, was er gesagt hat. Aber... Naja, mal gucken. Bessere Waffe, bessere Rüstung. Ich habe schon, bin schon guter Hoffnung, dass das jetzt klappt. Tja, meine nächste Quest, die ich noch offen hatte, war die mit der instabilen Holzplattform. Die kann ich wohl erst wieder angehen, sobald ich mit Proxemo mal gequatscht habe. Das hätte er doch besser wissen müssen. Das hätte er doch besser wissen müssen. Und es wird noch viel schlimmer. Der arme Kerl kann einem leid. Tja. Dann speichern wir hier nochmal. Jetzt bin ich echt gespannt, ob das klappen wird. Ich werde nicht viel sagen. Ich wünsche dir nur einen schnellen Tod. Ein schneller Gewinn, denke ich. Optimistisch. Der Typ hat mir schon beim letzten Mal gesagt, dass ich sterben werde. Der sieht ja geil aus, der Schattenläufer. Achso, das geht schon direkt los. Gerne das Fell noch von dem gehabt. Aber dann halt nicht. Der Kalli ist nur am Saufen. Wahnsinn. Ey. Das hast du gut gemacht. Schade, dass du Proximos Gesicht nicht gesehen hast. Ach, wie er reagiert hat, ist mir egal. Hauptsache, ich habe gewonnen. Genau. Du bist wie ein Sturm. Hermes hat bereits mit dem harten Training begonnen. Er weiß dich sichtlich zu schätzen. Hermes? Wo ist der hin? Hast du ihn auf der Tribüne nicht gesehen? Nein, hab ich nicht. Vielleicht war er das auch. Er ist wahrscheinlich schon in der Stadt.
noch 4 Kämpfe. Und du wirst ihm um den Titel des Champions in der Arena der Gladiatorenbucht gegenüberstehen. Es gibt also keinen Grund zu warten. Geh schlafen, trainiere und in 2 Tagen ist ein weiterer Kampf. Was weißt du über meinen nächsten Gegner? Nahkampfwaffe? Okay, irgendwie ist das verbuggt. Erstmal mein Geld, bitte. Ich möchte meine Belohnung für den Sieg über den Schattenläufer abholen. Das war eine hervorragende Leistung. Hier sind 400 Gold. Gut, 400 Gold. Habe ich Lernpunkte? 14 tatsächlich. Hm. 40 Geschick brauche ich für dieses andere Schwert, ne? Ich bin tatsächlich jetzt eher verleitet, gar nicht erst auf Bogen zu gehen weiter, weil... Eigentlich glaube ich, dass ich das Geld jetzt und die Lernpunkte ansparen werde. Und, oh, was willst du jetzt von mir? Hallo, du, warte! Was denn? Ich habe Teppiche, die größten, schönsten Teppiche. Weiche, mit Wolle, Baumwolle, Wolfsfell, Schattenläuferfell oder Schafsfelle, was immer du willst. Kaufe einen meiner Teppiche und dein Leben wird besser. Denn jeder Teppich, den ich bei mir habe, hat eine Seele und eine Geschichte. Teppiche, kaufe deinen Teppich. Daran wird sich nicht interessant, habe ich auch gesagt. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Der erzählt gar nichts mehr. Meinung kennst du ja schon. Warum nicht? Zu welchem Preis? Nur 50 Gold für einen Teppich. Glaube mir, sie sind es wert. Das ist doch nichts Neues. Der sollte lieber den Mund halten. Was? Teppich, Schaden 5, benötigt Stärke 50, Radius 140, Stumpfwaffe, Zweihandwaffe. Oh nee, danke. Ich dachte, das wird's. Und was denkst du? Zweifelst du immer noch an der Kraft des Teppichs? Ich bin nicht beleidigt, wir können trotzdem weiterhandeln. Nachdem er eine bedrohliche Kaufe meine Teppiche aus den dichten und dunklen Wäldern unseres Königreichs besiegt hatte. Ich dachte irgendwie jetzt, naja, vielleicht ist das wirklich so eine Auslegware, die dann in dem Haus hier drin liegt und die mir irgendwie, weiß nicht, 10 Lebensenergie oder so mehr bringt, keine Ahnung. Irgendwie so ein, als Gimmick meine ich. Aber das ist nicht der Fall. Warte, stopp. Bevor ich jetzt bis zum nächsten Kampf schlafe, speichere ich hier vorsichtshalber nochmal, weil ich nicht weiß, was mich jetzt erwarten wird. Ja, jetzt bin ich ja mal gespannt. Wenn wir jetzt gewinnen, dann sollten wir über 20 Lernpunkte haben, hoffentlich. Und genug Geld, um nochmal richtig viel auf Geschick zu skillen und dieses krasse Schwert zu kaufen, was einfach 70 Schaden macht. Und auf Geschicklichkeit basiert, das wäre eine gute Sache. Achso, ich muss erstmal hier zu dem Kollega gehen. Ich bin bereit für einen weiteren Kampf. Namadi wartet in der Arena auf dich. Viel Glück. Na, jetzt gab's keinen blöden Spruch von wegen, das wird jetzt wirklich dein letzter Kampf. Ah, ein Speerträger. Der genauso aussieht wie ich, witzig. Oh, ich sehe den Jäger des bedrohlichen Schattenläufers. Kannst du meine Waffe sehen? Ich werde dich mit diesem Speer aufspießen. Ich habe gerade Hunger bekommen. Mal gucken. Oh!
Das ist halt die Frage, was nützt dir ein Speer, wenn du nicht weit genug weg bist, um den halt effizient einzusetzen? Gratulation, Freund. Proximo möchte dich sehen. Woher weißt du das? Er hat es mir selbst gesagt. Er war nicht auf der Tribüne, also hat er mich darum gebeten, dir zu sagen, dass du zu ihm kommen sollst. Du findest ihn in seinem Haus, auf der Plattform. Ich werde ihn dann besuchen. Ich frage mich, was er von dir will. Wir werden sehen. Ich möchte die Belohnung für den Kampf abholen. Wie du meinst. Schon völlig gelangweilt. Ja, ja, hier ist die Kohle. Ich hab's schon bereitgelegt. So, jetzt muss Proximo aber mal warten. Wer sagt denn sowas? Wir haben jetzt 21 Lernpunkte. Dieses Schwert braucht 40 Geschick, meines Wissens nach. Das heißt... Ja, doch, ich glaube, das machen wir. Wir investieren... Aber das Schwert kostet 1400 Gold. Nee, das kann ich mir nicht leisten. Das kann ich mir nicht leisten. Okay, ich gehe jetzt doch erstmal zu Proximo. Mal wo? Hier hoch muss. Ich hatte jetzt kurz überlegt, ob ich auch vergiften skille, aber dann wäre das ganze Geld wieder weg. Wie ist denn eigentlich mein Ansehen bei den Zuschauern? Begeisterung der Zuschauer minus. Weiß ich nicht. Mal gucken. Das ist jetzt auch die Chance für die Jungs da oben auf der Plattform, ein gutes Wort einzulegen. Und zu sagen, hey, die muss aktualisiert werden, die Plattform. Was? Proximo hat nach mir gerufen. Herr Proximo, das weiß ich bereits. Rein mit dir. Mein Mann sieht das anders. Hallo Romulus. Was willst du? Du magst mich nicht, oder? Wie auch immer, ich lege nicht viel Wert auf deine Sympathie für mich. Es ist mir einfach scheißegal. Beeil dich. Ich will nicht mit dir reden. Hör zu, keiner von uns hätte gedacht, dass du so weit kommst. Du bist der Zuschauerliebling geworden. Du arbeitest dich schneller zur Meisterschaft vor, als ich es je für möglich gehalten hätte. Ich habe einen Vorschlag für dich. Du wirst etwas Geld verdienen, also glaube ich nicht, dass du ablehnen wirst. Was ist dein Vorschlag? Hör zu, neue Sklaven sind gerade angekommen. Ich möchte, dass du morgen gegen sie kämpfst. Du gegen alle. Der Massenmord an diesen Sklaven wird sicherlich ein mit Spannung beobachtetes Spektakel und ein teures sein. Ansonsten geht es dir aber noch gut? Höre, wenn du kein Gladiator wärst und die Zuschauer dich nicht so lieben würden, hätte ich dich schon vor langer Zeit getötet. Du musst es einfach tun. Leider kannst du ablehnen, aber das Geld, das ich dir für diesen Kampf anbieten kann, wird definitiv nicht gering sein. Vielleicht überzeugt dich das. Verweigern 5 Lernpunkte zum Verteilen. Naja, 5 Lernpunkte oder 1000 Gold. Das Gold brauche ich schon, also wir werden das schon machen. Guck mal auf die Bilder im Hintergrund, die sehen ziemlich cool aus. Ich mag die. Wie viel bekomme ich, wenn ich diesen Kampf gewinne? 1000 Goldstücke. Verlockendes Angebot, oder? Ich stimme zu. Ich habe mein Ziel und ich werde es erreichen. Egal, was sich mir in den Weg stellt. Dein Ziel ist mir egal. Solange ich mit dir Geld verdiene, dann sehen wir uns morgen, Punkt 12, in der Arena. Die Bilder sehen halt verdammt cool aus. Ich glaube, das hier kennt man sogar. Das ist ein relativ bekanntes Bild, was man auch in Geschichtsbüchern und vielen Dokumentationen immer wieder mal sieht. Das hier mag ich aber auch, das Bild. Ist auch sehr cool. Jetzt, wo du mich angesprochen hast... Was willst du? Verplempere nicht meine Zeit. Es geht um deine Leute auf der Plattform. Was? Bezahle ich zu wenig? Gefällt der Job ihnen nicht? Es geht um ihre Sicherheit. Die Plattform hält kaum noch. Und was geht mich das verdammt nochmal an? Sie sieht aus wie immer. Verschwinde von hier. Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Aber... Okay. Plattformproblem. Ich konnte mit Proximo sprechen, aber der Zustand der Plattform ist ihm nicht sehr wichtig. Ich gehe zurück zur Wache. Alles klar. Gehen wir mal zurück zur Wache. Ja, also wenn ich diese 1000 Gold bekomme, das wäre schon wichtig.
Weil dann kann ich mir auf jeden Fall dieses Schwert, dieses Ultraschwert leisten, was irgendwie 70 Schaden macht. Das ist mal wieder typisch. Und ich investiere ehrlich gesagt lieber in so einen Teil als in den Bogen. Ich hätte natürlich auch den anderen Weg gehen können und sagen können, ich verzichte auf Nahkampf und gehe halt nur noch auf Bogen und Pfeile. Kauf mir bessere Bögen und so Zeug, aber irgendwie, was ist, wenn mir die Munition ausgeht und der Gegner einfach zu stark ist? So, weißt du, was mache ich dann? Dann bin ich halt im Arsch. Deshalb ist es mir doch wichtiger, lieber im Nahkampf gewappnet zu sein. Bin ja mal gespannt, ob Jorgensen auf eine Hand oder zwei Hand geht. Wäre mir ja schon fast lieber, dass er auf zwei Hand geht. Weil dann hätten wir wirklich drei verschiedene Sichten. Bei Vaturas hätten wir Magie. Ich hätte ein Hand Geschick und Jorgensen hätte zwei Hand Stärke. Ich weiß jetzt leider nicht, auf was er gegangen ist. Habe ich ihn jetzt nicht gefragt, aber ich werde mich ja selbst überraschen lassen. Hey, du. Ich habe mit Proximo gesprochen. Ich weiß nicht, wie du es geschafft hast, seinen Kopf zu beschäftigen. Aber sag mir, was er dir gesagt hat. Es ist ihm egal. Er sagt, die Plattform sieht aus wie immer. Was für ein Idiot! Ich muss einen Holzfäller oder jemanden finden, der mir alleine hilft. Ich werde mich darum kümmern. Du? Und warum? Könntest du mich irgendwie für meine Bemühungen belohnen? Ich werde alles in meiner Macht Stehende tun. Ich werde versuchen, etwas herauszufinden. Warte. Ich mag den Helm. Helm ist cool. Hätte ich auch gerne. Da könnte ich sogar, wenn noch was von dem Gold übrig bleibt, könnte ich sogar was in den neuen Helm investieren. Ach ja, da fällt mir ja jemand ein. Der Holzfäller, der am anderen Ende der Basis da existiert. Stimmt, da gibt's ja noch einen. Den könnte ich doch mal fragen. Also ich gucke noch mal kurz. Ja, ich muss jemanden finden, der die Stabilität der Stütze verbessert. Ja, da fällt mir dieser eine Holzfäller ein, der die ganze Zeit da am Brettersägen ist. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Ja, da bin ich immer gespannt, was wir da noch so für Gegner bekommen. Ich glaube, drei Kämpfe sind es jetzt noch. Und dann sind wir Champion dieser Arena. Aber irgendwie glaube ich, dass es dann noch nicht das Ende sein wird. Hey. Ich habe eine Frage. Was willst du? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Wenn ich es nicht schaffe, das Holz zu produzieren, was Proximo will, dann werde ich mir meine Freiheit nie erkaufen können. Wie viel Gold musst du verdienen? 500 Goldstücke. Du hast mir immer noch nicht gesagt, was du willst. Es geht um eine Plattform und Proximo ist es egal. Das Leben der Wachen auf der Plattform ist in Gefahr. Und du willst, dass ich ihnen helfe? Vergiss es. Was wäre, wenn ich dir einen bestimmten Geldbetrag zahlen würde, den du dringend brauchst? Du? Du hast keinen Cent dabei. So wie du aussiehst, willst du mich eher umhauen. Ich will dieses Gold im Voraus. Dann kaufe ich mir meine Freiheit und kümmere mich um die Plattform. Andernfalls werde ich nicht zustimmen. Aber 500 Gold? Viel zu teuer. Okay, irgendwie. Der Bewohner, der das Holz sägt, willigt ein, bei der Plattform zu helfen, wenn ich ihm 500 Gold im Voraus bezahle. Für mich zählt jeder Cent. Ich rede mit Igor, vielleicht übernimmt er ein bisschen die Kosten. Dies ist mein drittes Mal auf dieser Plattform. Okay. Dann gehen wir mal kurz dahin und dann sehen wir uns gleich bei Igor wieder. So, jetzt sind wir hier wirklich fast ein drittes Mal wieder oben drauf. Bin ja mal gespannt, wäre jetzt irgendwie witzig, wenn das Ding einfach einkracht und die Quest irgendwie nicht mehr machbar ist. Hey du! Ich war beim Holzfäller. Welcher Holzfäller? Der möchte gern Besitzer eines Sägewerks in der Stadt. Der ist zuerst verkauft und hat das ganze Geld, das er verdient hat, in Wetten geblasen hat? Ja, genau den meine ich. Und? Was ist mit ihm? Wenn er 500 Gold im Voraus bekommt, kümmert er sich um die Plattform. 500 Gold?
Verdammt! Wo bekomme ich diese Summe her? Ich habe nur 150 Münzen, mehr nicht. Gib mir diese Münzen und ich erledige den Rest. Ich vertraue dir, aber du weißt, was passiert, wenn du mit meinem Gold davonläufst. Hier ist ein Beutel und versuche es schnell zu erledigen. Naja, 150, immerhin. Das ist zwar immer noch sehr verlustreich, aber wenn das mit den 1000 Gold beim nächsten Kampf funktioniert, dann soll es mir recht sein. Hey. Hier hast du dein Gold. Wie schön. Gib her. Ja, jetzt kann ich mich von diesem Bastard freikaufen. Denk an unsere Vereinbarung. Natürlich erinnere ich mich daran und ich werde mich daran halten. Sage den Wachen auf der Plattform, dass ich gleich komme, um sie zu inspizieren und zu reparieren. Wie lange brauchst du dafür? Ich werde die Stützen mit dem hochwertigsten Holz verstärken, was ich finden kann. Also, ich denke, in ein paar Tagen wird die Plattform repariert sein. Danke. Okay, jetzt muss ich dann nochmal hinlaufen, um denen das nochmal zu sagen. Okay. Was ist los? Ich bin ein reisender Kaufmann. Ich bin nicht oft hier, aber die Waren, die ich anbiete, erregen sicherlich deine Aufmerksamkeit. Ich handle mit exklusiven Waren. Bei mir findest du alle Arten von schwer zu findenden Waren. Aber aufgrund meiner Arbeitsbelastung bleibe ich nicht zu oft an einem Ort. Also, verschwende keine Zeit und sieh dir mein Angebot an. Leere auch deinen Geldbeutel, bis ich weg bin. Ich denke darüber nach. Man erzählt sich ja so einiges. Was hat er denn? Ja, nee. Also, ja, wobei, für die Artefakte hier lohnt sich schon. Das ist doch nichts Neues. Alter, das ist viel zu teuer. Oh, sag mir nicht, das hast du nicht gewusst. Ich meine, grundsätzlich bin ich nicht abgeneigt, aber das Problem ist leider, dass ich mir das nicht leisten kann. Das ist doch nicht. Ich habe dafür leider gerade kein Geld übrig. Sorry, Bro. Der würde jetzt vielleicht noch ein bisschen da sein, aber. Gladiatoren und Aristokraten. Kann ich mir leider nicht gleich. Gut, ein letztes Mal zu Igor. Hörst du wirklich das Geräusch von Nägeln? Ja, der Holzfäller hat mit der Verstärkung der Stützen begonnen. Du hast es also geschafft. Das ist unglaublich. Ich bin dir sehr dankbar. Jetzt muss ich mir keine Sorgen mehr um mein Leben machen wie früher. Wie ich es versprochen habe. Als Gegenleistung für deine Hilfe kann ich dir etwas von meiner Erfahrung in Kampf, Überleben und so weiter geben. Ich habe ein bisschen gelebt und viel in mein Leben gesehen, also denke ich, dass ich dir etwas Nützliches beibringen kann. Igor hat die Geschichte aus seinem Leben erzählt. 10 Lernpunkte erhalten. Ja, das ist ja cool. Das ist eine gute Sache. Dann haben wir 38. Das ist eine ganze Menge. Aber ich habe kein Gold, um mir dieses Schwert zu leisten. Ich bräuchte aber sowieso 40 Schick, ne? Also könnten wir wirklich hergehen und jetzt nochmal 10 Punkte in Geschick investieren. Und tja, dann müsste ich diesen Kampf, also dieses Massaker besser gesagt, durchführen. Und die unbewaffneten Sklaven wahrscheinlich umlegen. Guck mal, 600 Lebensenergie haben wir jetzt. Eine gute Sache. Gut, dann gehen wir nochmal kurz zum Attributelehrer und lernen diese 10 Geschicklichkeitspunkte noch. Und dann könnte es mit den 1400 Gold klappen. Das ist ja interessant. Das ist ja interessant. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Das habe ich schon immer gesagt. Jetzt haben wir 40 Decks. Wer sagt denn sowas? Dextree. Alter, bin ich kurz erschrocken. Schlimme Zeiten sind das. Geschicklichkeit 1, du hast 30 Fähigkeiten erlernt. Also. Das hätte ich passt dir vorsagen. Also ich gucke nur mal ganz kurz, aber ich bin mir ziemlich sicher. Zeig mir deine Waffen. Ja, 40 Geschicklichkeit, Radius 100, das ist C-Poss. Brauche mal nur noch diese 1000 Gold für diesen Kampf. Und dann kann ich mir das Ding leisten. Geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Dann haben wir erstmal, was Nahkampf angeht, von Waffen her ausgesorgt. Danach lerne ich weiter Einhandtalent und
so Sachen wie Waffe vergiften, Waffe schärfen und ja. Genau. Ist nicht eigentlich jetzt schon der nächste Kampf, oder? Bis Mittag, ne? Hieß doch irgendwie 12 Uhr morgen, hatte der doch gesagt. Achso, ich hätte vielleicht erstmal mit Kali reden müssen. Na gut, es sind noch 4 Stunden Ingame-Zeit, bis der Kampf losgeht. Dann rede ich mal kurz mit Kali. Der den ganzen Tag nur vor der Kneipe steht und säuft. Ich hab's gewusst, hätte ich den ein bisschen besoffener eingesprochen, ehrlich gesagt, aber wusste ich halt vorher auch nicht. Und? Was wollte er? Er bot mir an, gegen die neuen gefangenen Sklaven zu kämpfen und sie zur Freude des Volkes abzuschlachten. Und was? Hast du zugestimmt? Ja, er hat mir eine sehr hohe Belohnung angeboten. Ich habe mein Ziel und ich will es unbedingt erreichen. Ich bin kein Freund einer solchen Entscheidung, aber ich werde dich nicht leugnen. Dann sehen wir uns morgen in der Arena. Beziehungsweise heute. Ist ja schon in 4 Stunden soweit. Morgen kämpfen wieder mit den Sklaven, aber in einer anderen Rolle. Ich meine, gut, im Grunde ist das ja auch nichts anderes, wie was wir als erstes in der Arena gemacht haben. Da haben wir auch 6 andere Sklaven getötet. Meine, so dramatisch ist es jetzt nicht, aber... Bis zum Kampf schlafen. Na dann, ab in die Arena. Ja, dann speichern wir hier nochmal. Ein bisschen Angst, ob wir die Sklaven überhaupt schaffen, aber ich schätze mal schon. Wie ich sehe, ist das Gold für dich am wichtigsten. Worauf du dich beziehst? Willst du wirklich diese unschuldigen, ungerecht behandelten Menschen töten? Du bist ein Monster. Beruhige dich. Ach, als ob dich das scheren würde, Mann. Du bist ja der Arena-Leiter, das ist doch alles völlig Wumpe. Bist doch nur froh, dass du nicht selbst darunter musst. Ach, den lassen. Hier, Mann. Ach, gegen euch muss ich aber... Okay. Alter, ich kann mich halt auch nicht bewegen, ey. Kann sein, dass ich das neu starten muss. Okay, muss kurz Luft holen. Do it for the money, money, money. Okay, damit dürfte ich mir jetzt dieses Xipos leisten können. Ich möchte dir gratulieren. Aber über den Rest werde ich schweigen. Ich bin kein Freund dieser Entscheidung. Ach, hör auf damit. Wir wären sowieso gestorben. Oh, vielleicht hast du recht. Ich hole meinen Preis ab. Und bald werde ich gegen einen echten Gladiator kämpfen. Ich möchte die versprochenen 1000 Goldstücke abholen. Bitte sehr. Speziell von Proximo. So, und damit gehen wir jetzt einfach schön shoppen. Schön! Erstmal die Kohle richtig weg ausgeben jetzt. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Dann haben wir eine richtig, richtig gute Waffe. Und noch einige Lernpunkte vor allem übrig. So, da haben wir dieses Breitschwert echt nicht so lange gehabt, aber... Zeig mir deine Waffen. Es war schon wichtig, dass wir das haben. So, weg damit. Glaubst du wirklich? Ach ja, genau. Das können wir verkaufen. Das kann weg. Die Sicheln können das weg. Doch besser wissen müssen. Guck mal, jetzt haben wir sogar noch 300 Gold übrig. Doch nur noch mehr Ärger. Hör,
Schwert. Boah, schönes Schwert. Gladiatoren und Aristokraten. Das freut mich. Ein Krieger aus dem fernen Süden, Namadi, wurde in der Arena von Romulus besiegt. Was kriege ich für 300 Gold? Ein Kupferhelm. Boah, für 100 Gold kriege ich einen Gladiatorenhelm? Na, da gucke ich, dass ich doch noch lieber 100 Gold noch zusammenkratze. Und mir da so einen Special-Helm nochmal kaufe. Das ist doch nice. So, halt, stopp. Ich muss meinen Helm erstmal abnehmen, um zu gucken, ob ich es mir leisten kann. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Zeig mir das. Wie kann ich das jetzt noch zusammen... Nee, ich werde keine 100 Gold mehr zusammenkratzen. Glaubst du wirklich? Pass auf, dann werden wir die 300 Gold jetzt einfach auf den Kopf hauen. Für Einhand. Und Attribute. Gladiatoren und Aristokraten. Warte, hier war der Trainer. Ein Krieger aus dem fernen Süden. Namadi wurde in der Arena von Romulus besiegt. Dann gib mir auf jeden Fall Einhand. Und aber jetzt schon 44. Mehr geht nicht. Zu wenig Lernpunkte. Und dann hätten... 8 haben wir jetzt noch übrig. Pass auf, dann stecken wir diese 8 Lernpunkte. Jetzt nochmal ein Attribute. Die Lebensenergie. Geschick brauchen wir jetzt erstmal eigentlich nicht. Mehr machen. Wird jetzt wahrscheinlich in Lebensenergie und Geschick halt ballern. So, sehr schön. Haben wir nochmal 50 dazu bekommen, sauber. Die restlichen 3 gehen nochmal hier in Ausdauer. Das habe ich schon immer gesagt. So, okay. Ja. Ich glaube, das war jetzt eine gute Investition. 44% auch Einhand ist jetzt schon eine gute Sache. Und ich hoffe mal, mit dem nächsten Sieg kriegen wir gutes Gold. Namadi wurde in der Arena von Romulus besiegt. Romulus besiegt. Ich kann das nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören. Ich hoffe einfach mal, wir können eigentlich auch nochmal trainieren, ne? Ach, wobei. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. So krass ist es jetzt auch nicht. Ich werde jetzt mich schlafen legen. Und nach dem nächsten Kampf hoffe ich einfach, dass ich so viel Gold kriege, dass ich mir jetzt nochmal einen richtig schönen Helm dann noch holen kann. Dann wäre ich bis dato erstmal eigentlich ganz zufrieden mit dem Fortschritt. So, das kann ich eigentlich schon mal sagen. So, wir speichern. Ah, das Schwert ist schon geil. Also bessere Rüstung und besserer Helm sind angedacht. Vor allem besserer Helm. Wie sind eigentlich meine Rüstungswerte? 18, 18, 8, 8, 8. Dass ich auch Schutz gegen Magie habe, macht mich ein bisschen nervös, weil ich Angst habe, dass das irgendwie was bedeuten könnte. So, dann schauen wir mal. Ich bin bereit für einen weiteren Kampf. Dann rein in die Arena. Gladiator Ultram wartet. Das ist der Name Programm wahrscheinlich. Mal direkt mal unser neues Schwert einweihen. Ah, ein Bogenschütze, interessant. Auf diesen Kampf habe ich lange gewartet. Ein Fan von mir. Der einzige Sklave, der ein Gladiator wurde und es so weit geschafft hat. Hier endet dein Weg. Ich werde derjenige sein, der gegen den Champion kämpft. Du kämpfst jetzt gegen den zukünftigen Champion. Ich hoffe, der macht nicht zu viel Bogenschaden.
geil. Auf diese Art und Weise habe ich jetzt nochmal einen Langbogen bekommen, den ich sogar nutzen kann. Geil. Schön, da habe ich das ganze Geld ja noch gespart. Das ist ja super. Da brauche ich mir gar keinen Langbogen mehr kaufen, weil das hatte ich nämlich auch überlegt kurzzeitig, dass ich das mal mache. Wieder einmal gute Arbeit. Danke, Kali. Treffen wir uns abends vor dem Gasthof. Ich habe dir etwas zu erzählen. Alles klar. Warte mal. Ich möchte meine Belohnung für Ultron abholen. Wie du meinst. 600 Gold. Geil. Du, was bist Romulus. Du? Worum geht es, Proximo? Ich habe einen Vorschlag für dich. Ich habe guten Kontakt zu meinem Freund aus Labos, Gouverneur Abutros. Wir beschlossen, einen noch spektakuläreren Kampf als sonst zu organisieren. Der ehemalige Gladiator von Labos, der Arena-Champion Flamma, hat zugestimmt, in meiner Arena zu kämpfen. Ich habe dich ausgewählt, um die Bucht zu vertreten. Ich bin mitten im Turnier. Ich habe schon 7 Kämpfe gewonnen. Soll ich einen Kampf mit einem Ex-Champion riskieren? Entspanne dich. Wenn dies ein Kampf auf Leben und Tod wäre, würde ich dich nicht nach deiner Meinung fragen. Gib uns einfach einen interessanten, spannenden Kampf. Ich würde nicht zulassen, dass ich eine so profitable Quelle wie dich verliere. Erspare mir diesen Mist. Wie ich schon sagte, der Kampf wird weitergehen, bis einer K.O. geht. Keiner von euch wird sterben. Wirst du zustimmen? Ich verspreche dir eine großzügige Zahlung. Ich nehme an, wann soll ich in der Arena sein? Freut mich zu hören. Morgen Mittag wartet Flamma auf dich. Und vergiss den nächsten Turnierkampf erst einmal. Flamma zuerst. Okay, naja, wenn da ein bisschen Gold bei rumkommt, why not? Also, ich meine, ich habe jetzt Gold gespart für den Bogen und noch ein paar Pfeile. Er wurde nach einem spannenden Kampf. Ich habe 7 Lernpunkte. So, dann gucke ich mal. 600 Gold habe ich. Beziehungsweise 750 habe ich zur Verfügung. Helm kaufen. Also einen richtig guten bekomme ich wahrscheinlich hier mit 300 schon. Das ist schon ziemlich okay. Ich gucke erstmal nach einer Rüstung. Was bekomme ich denn für 750 Gold? Aktuell habe ich die hier, ne? Die leichte Rüstung. Verstärkte Hose mit Schulterpolster. Ich glaube, das ist die, die ich gerade gesehen habe, gegen den ich gekämpft habe. Na dann gucke ich lieber, dass ich auf 800 Gold komme, um die verbesserte leichte Rüstung zu kaufen. Schlimme Zeiten sind das. Dann machen wir das doch lieber so. Hört, ihr edlen Bürger, Gladiatoren und Aristokraten. Hey, du. Dann gucke ich doch, dass ich lieber jetzt noch das restliche Gold zusammenklappe. Hier, zack, easy, easy. Kaufe ich mir lieber eine bessere Rüstung, dann verzichte ich auf den Helm erstmal. Erstmal. Ich sag bewusst erstmal. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Dann kaufe ich mir diese Rüstung. Ah ja, cool. Das ist quasi die nächste Stufe der Templer-Rüstung. Sehr schön. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Auch hübsch umtexturiert und so, das ist schon cool gemacht. So. Du kriegst jetzt meine alte Rüstung. Jetzt habe ich noch knapp 50 Gold. Würde ich erstmal aufheben. Genauso wie die Lernpunkte würde ich auch erstmal aufheben. Da würde ich jetzt gar nicht... gar nicht jetzt so cocky investieren in Lebensenergie. Ich habe mit einem coolen Bogen. Ich muss sagen, wir sehen jetzt schon ziemlich tight aus, muss ich sagen. Gefällt mir. Das schöne, das richtig, richtig gute Schwert. Dann jetzt noch einen Langbogen dazu. Ein paar Pfeile. Also schon, muss sagen, schon stark. Ja, wir schlafen jetzt mal bis zum... Ah, nee, stopp. Bis zum Abend. Denn Kali wollte noch irgendwas mit uns besprechen. Genau. Das heißt, wir gehen zur Kneipe und quatschen mit dem Kali. Ich danke recht herzlich bis hierhin fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bleibt gesund. Lasst gerne Abo und Like da und ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt 2 Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da, in diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.